bist ein Geschenk für die Welt. Also ich muss sagen, das ist schon eine Hausnummer. Stell dir vor, du schlenderst an einem ganz normalen Dienstag durch die Gegend und schwupps, bist du ein Geschenk für die Welt. Da frage ich mich, bin ich jetzt mit oder ohne Geschenkpapier? Und was, wenn die Welt den Kassenbon zückt und sagt, das ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Nicht, dass ich jetzt undankbar sein möchte. Ein Geschenk für die Welt zu sein, das klingt erstmal nicht schlecht. Aber wir wissen doch beide, manchmal sind die besten Geschenke die, die man gar nicht erwartet. Also bevor du dich jetzt in Glitzerpapier einwickelst, mit einer Schleife auf dem Kopf durch die Gegend spazierst, manchmal reicht es schon, wenn du einfach nur da bist. Wenn du einfach nur du bist im richtigen Moment. Ganz ohne Schleifchen und Tamtam.